Domian, der Telefontalk im WDR-Fernsehen. 0800 220 5050. Domian. Anrufen und reden. 0800 220 5050. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen zu unserer Donnerstagsausgabe. Wir haben auch heute wieder eine freie Themennacht, einen freien Themenabend. Und wenn ihr euch gerne mit mir hier im Fernsehen live unterhalten wollt, ganz egal über welches Thema, dann nur zu, ruft an. Telefonnummer 0800 220 5050 ist eine kostenfreie Telefonnummer für euch. Oder ihr könnt auch faxen unter 0800 220 50 51 oder mailen unter domian@wdr.de. Und wenn ihr faxt oder mailt, bitte unbedingt eure Telefonnummer draufschreiben, damit wir euch dann sehr rasch zurückrufen können. Wir fangen mit der ersten Anruferin jetzt sofort an. Das ist Marlene. Und Marlene ist 26 Jahre alt. Guten Morgen oder guten Abend. Ja, hallo. Hallo Marlene. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Das macht gar nichts. Wir beide schaukeln das schon. Ja, gut, ja. Das hoffe ich jetzt einfach mal. Also erstmal grüße ich dich ganz herzlich. Ja. Und ja. Um was geht's denn, Marlene? Ich möchte mit dir reden über, ich hoffe, du glaubst mir das jetzt, meinen Bauchfetischismus. Bauch, hier. Und jetzt, ja. Bauchfetischismus. Und jetzt glaub bloß nicht, ich stehe auf Sixpacks oder sowas, sondern eher umgedreht. Also du stehst nicht auf den Männer-Waschbrettbauch? Nein, sondern auf den Waschbärbauch, also auf den... Also den, der so ein bisschen füllig ist. Genau, jenseits der 100 Kilo, sag ich jetzt. Ach, doch, so viel. So viel. Also der Bauch muss mollig sein. Ja, ja, genau. Muss der Bauch des Mannes auch behaart sein? Nee, griffig. Also ich würde nicht sagen, jeder dicke Bauch ist gleich dicker Bauch, ja, sondern es muss schon irgendwo passen zu dem ganzen Typ. Ich wollte gerade sagen, ein dicker Bauch ist ja nicht für sich ein dicker Bauch. Der gehört ja meistens dann auch einem dicken Mann oder einem fülligen Mann. Ja, also der muss schon von Statur aus kräftiger sein. Ja. Also, was heißt denn jetzt, ich meine, Fetischismus ist natürlich ein kräftiger Begriff. Was heißt das? Ich bin Bauchfetischistin. Also ich sehe jemanden zum Beispiel in der Diskothek, sehe ich jemanden und ja, sicherlich ist mein erster Blick schon ins Gesicht und so und dann so leicht abwärts und dann, ja. Dann auf den Bauch. Ja, genau. Aha. Und dann gehe ich da auch manchmal wirklich direkt hin und sage, darf ich mal anfassen? Ehrlich, so bist du drauf? Ja, also... Es ist nur eigentlich schade, weil die meisten Männer, die fühlen sich dann wirklich verarscht. Ja, ich würde mich sexuell belästigt fühlen. Nein, um Gottes Willen, nein. Da also kommt eine Frau und packt mir in den Bauch. Wo sind wir denn? Nein, ich meine, ich frage ja schon. Und meistens... Was ja auch sehr lustig und skurril ist. Ich stelle mir gerade vor, ich stehe in der Diskothek und da kommt eine Frau, darf ich mal deinen Bauch anfassen? Nein, um Gottes Willen, so ist es natürlich nicht. Also wenn, dann bin ich schon erstmal so mit dem im Gespräch und so und sag ihm eigentlich gleich so, also ich mag eigentlich den Begriff dick nicht und ich mag auch den Begriff fett nicht, überhaupt nicht. Ich sag den meisten so XXL-Typen. XXL-Typen, oder man sagt ja auch gerne bei Frauen diesen Begriff vollschlank, ne? Ja, nee. Bei Männern sagt man also, das nicht so. Bist du denn selbst eine Dünne, eine Bohnenstange? Ich bin so 1,65 Meter groß, ja? Und habe so 57, 58, also... Ja, also schon eine zierliche Person. Ja, also habe auch Gogo schon gemacht und ja. Was hast du gemacht? Gogo-Tanz. Gogo-Tanz? Ja. Toll. Wie reagieren denn die Männer darauf, wenn du sie ansprichst in der Diskothek? Die fühlen sich verarscht. Die denken ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich denke mal, ich sehe nicht schlecht aus. Ja. Und dann komme ich da so hin, völlig selbstbewusst, rede mit denen und auf einmal sage ich, ja, hey, ich stehe auf XXL-Typen und du gefällst mir schon ganz gut. Und das glauben die dann gar nicht, ne? Oder? Nee, also die denken ja, Hilfe und bloß weg hier und... Ja. Du bist im zarten Alter von 26? Ja, noch. War das immer schon so, dass du eher auf die, ich sag jetzt mal die Dicken, dann wissen wir alle, was gemeint ist. Nee, eigentlich erst so richtig seit 2, 3 Jahren. Gab es da so ein zündendes Erlebnis mit einem fülligeren Mann? Nein, eigentlich nicht. Also geguckt habe ich schon immer drauf und hatte eigentlich immer so mehr zierliche Freunde, die ungefähr so meine Konfektionsgröße hatten. Und ja, ich weiß nicht, ich hatte mal so einen ganz sportlichen Menschen, der jetzt wirklich
ja, guck sie dir nur an und die Dicken haben keine Disziplin und die könnten wir alle ins Fitnessstudio schicken. Ja. Und irgendwie habe ich dann immer gedacht, ja, ja, red du nur. Und habe aber immer heimlich so mehr auf Dickere geguckt und ich weiß nicht, ich habe am Anfang auch so ein bisschen, wie man das vielleicht Outing nennen könnte, also ich habe schon ein Problem gehabt, weil viele schlanke, jetzt Waschbrettbauchtypen haben dann gesagt, boah, was willst du mit dem Dicken denn? Und genau, das ist ein gutes Stichwort. Schämst du dich vor deinen Leuten, vor deinen Freunden, wenn du mit einem dicken Mann ankommst? Am Anfang. Hast du im Moment einen Freund? Nee, leider nicht. Wie ist denn das nun beim Sex? Ich stelle es mir vor, die kleine, zierliche Madeleine und daneben der kräftige Bär. Ja. Ist dieser Bauch, auf den du so konzentriert bist, auch so ein primäres Sex-Spielzeug, eine sexuelle Zone für dich, wenn ihr miteinander Spaß habt? Ja, also ich stehe absolut auf Anpacken. Also von oben bis unten, von hinten bis vorn und ja. Ich sage immer, das ist so sexuelle Schwungmasse. Also es kommt schon was bei rum. Also da kann man sich ja wunderbar draufsetzen auf so einen dicken Bauch. Ja. Ja. Und so weiter. Wir können uns das ja alles vorstellen. Was dann also auf dem dicken Bauch? Wirklich, deine Zuhörer, die denken jetzt nicht, ich nehme dich hier und alle anderen aufs Korn. Also, es ist wirklich so. Ja, also, ich glaube schon, ja. Die dicken Männer hören es gerne. Ja. Dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, zu wünschen, dass du bald einen schönen dicken Mann bekommst, dass der dir über den Weg läuft. Ja, vielleicht kann ich das ja auch direkt über deine Sendung mal machen. Naja, wir sind ja so kein Kontaktbörsebüro hier. Hätte ich gesagt, dass sie sich vielleicht bei dir melden können. Ich bin ganz sicher, wenn du so aussiehst, wie du dich beschrieben hast, dass das gar nicht mehr lange dauert, dann hast du auch einen tollen, dicken Typen an deiner Seite. Also, wie gesagt, was ich noch sagen wollte, ich hätte auch schon gern mal gewusst, was dahinter steht. Wenn ich das ganz kurz noch sagen darf, ich finde auch schwangere Frauen hocherotisch. So, das ist aber jetzt ein ganz anderes Thema. Ja, sicherlich. Bist du bisexuell? Bitte was? Bist du bisexuell? Ich habe auch schon Erfahrung mit Frauen. Ach so. Also eine Madeleine mit vielen, eine vielschichtige Madeleine bist du. Ja, 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 ja. Danke für deinen Anruf. Und natürlich, ich glaube, dass alle Leute, die das geglaubt haben, ich meine, so ungewöhnlich ist es ja vielleicht auch nicht. Ein bisschen ungewöhnlich schon, natürlich. Aber ich finde es eigentlich auch schade, weil ich habe jetzt schon, also was heißt nun nicht so viel, vielleicht zwei, drei etwas beleibtere kennengelernt. Nur leider waren die das dann immer, die gegangen sind. Also ich schätze jetzt einfach mal, dass die Angst hatten, dass sich das so vertieft irgendwo und ich dann sage, nee, am Ende habe ich dich doch verarscht. Also, wie auch immer, ich wünsche dir einen netten, dicken Mann. Madeleine, danke, alles Gute, auf Wiederhören. Ja, eine schöne Nacht noch. Danke, tschüss. So, Freunde und Freundinnen, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, dann ruft an. Das hier ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Das hier ist eine Live-Sendung und ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. 0800 220 5050 oder ihr könnt natürlich auch mailen unter domian@wdr.de. Und weiter geht's mit Babs. Babs ist 45 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Babs. Dein Thema. Mein Thema. Ich habe ein ganz großes Problem. Und zwar habe ich ein Verhältnis mit meinem Schwiegersohn. Mit dem Schwiegersohn? Wie alt ist er? Ist 30. Bist du mit deinem Mann auch noch zusammen? Jawohl. Ja. Jawohl. Es stellt sich so dar, dass wir alle zusammen in einem Haus wohnen. Auch das noch. Und wie lange läuft dieses Verhältnis schon? Seit anderthalb Jahren. Und wie lange sind die beiden zusammen, der Schwiegersohn und die Tochter? 3,5 Jahre. Gibt es Kinder? Ja. Ja. Und diese Sache läuft, davon gehe ich jetzt mal aus, vollkommen geheim. Richtig. Niemand weiß davon. Eine einzige Person wusste davon. Wer ist das? Es war mein allerbester Freund, der leider letzte Woche verstorben ist. Wie ist es dazu? Eine Bitte, halt mal den Telefonhörer still, das knackt und knistert. Also. Entschuldigung. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Wie ist es dazu gekommen? Wir hatten eine Feier zu Hause. Es war auch Alkohol im Spiel und ja, so ist es dann halt passiert. Na gut, Familienfeiern gibt es en masse und Alkohol ist auch oft im Spiel. Deshalb geht noch nicht die Schwiegermutter mit dem Schwiegersohn ins Bett. Nee, richtig. Wem ist es denn ausgegangen? Von ihm aus. Von ihm ging es aus? Von ihm aus. Aber du hast mitgemacht? Ja. Das war eine Familienfeier, das heißt, die anderen waren auch im Haus. In welchem Raum lief das denn dann ab? Die waren nicht im Haus,
Wir haben also so eine kleine Gartenhütte. Mhm. Und wir hatten halt Geschirr gebracht und so weiter, also reingebracht. Und ja, das ist dann irgendwie so passiert. Mhm. Also, so, wie oft habt ihr jetzt in diesen letzten anderthalb Jahren Sex miteinander? Ich sag jetzt mal ganz einfach, zu oft. Nee, das reicht nicht aus. Ich will es wissen. Also ist es mehrfach in der Woche? Nee, nicht mehrfach in der Woche. Es ist eigentlich mehr so sporadisch. Es ist auch nicht regelmäßig, dass man jetzt sagen kann, wir wissen, einmal in der Woche oder zweimal in der Woche. Ja, aber man kann sagen, ein paar Mal im Monat passiert es schon. Ja. Bist du in diesen Mann, in deinen Schwiegersohn, bist du in ihn verliebt oder ist es eine reine sexuelle Geschichte? Also von meiner Seite ist da auch schon etwas Gefühlsmäßiges dabei. War es das von Anfang an? Oder Ja. Das heißt, als deine Tochter mit ihm ankam, hast du gedacht, oh, ist ein netter Typ, könnte auch mir gefallen. Jetzt rufst du hier an. Daraus schließe ich, dass dir das Wasser irgendwie bis zum Hals steht. Richtig. Welche Gefühle hast du gegenüber deiner Tochter? Ganz böse Gefühle. Also böse in dem Sinne, dass ich nicht damit zurechtkomme. Dass ich also wirklich Probleme mit meiner Tochter kriege. Wir hatten immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis zueinander. Wir haben auch alles besprochen. Und das ist jetzt halt nicht mehr der Fall. Ja. Das heißt, das Verhältnis hat sich jetzt schon verschlechtert? Es hat sich verschlechtert. Und deine Tochter wird sich wundern, warum eigentlich? Das denke ich mir. Wie ist dein Gefühl deinem Mann gegenüber? Ja, da liegt die Sache etwas anders. Also ich habe zu meinem Mann nicht so das richtige Verhältnis mehr, weil er vor ein paar Jahren hat er auch eine sehr langjährige, also langfristige Beziehung gehabt. Und deshalb ist muss ich jetzt mal ganz einfach sagen, dass wir eigentlich nur miteinander leben. Ja, also die Ehe ist im Prinzip erloschen. Sozusagen. Die Leidenschaft ist erloschen. Sozusagen. Aber Babs, ich finde es eine ausgemachte Schweinerei, was du da tust. Dass du dich hast so gehen lassen. Ich weiß, das tut mir auch kolossal weh. Ja. Das kannst du mir glauben, das ist also für mich gar nicht einfach. Auch wenn die Ehe nicht mehr funktioniert, dann hättest du dir irgendwie einen anderen Ausweg suchen müssen. Ich finde, das ist so eine Tabuzone. Ja. Darüber diskutiert man überhaupt gar nicht. Nee, gibt auch keinerlei Diskussion darüber. Aber Babs, wenn du das so klar auch siehst selbst, wieso hast du es denn jetzt so lange laufen lassen? Es hätte ja einmal mal passieren können. Dann hättest du sagen müssen, du bist eine erfahrene Frau, Mensch. Hättest du sagen müssen, nee, pass auf, Schluss. Das machen wir hier nicht. Das gibt's nicht. Ich weiß es nicht, warum es so lange gedauert hat. So lange dauert überhaupt. Wie sind denn seine Gefühle zu dir? Sind die mehr sexueller Art? Jetzt zu meinem Schwiegersohn, oder? Ja, genau. Ja, würde ich sagen. Das ist eine so ungeheuer, auch bedrückende Vorstellung für mich, dass ihr da alle in einem Haus lebt. Wie passiert denn das? Ihr müsst doch dann Zeiten abwarten, wo die anderen nicht im Haus sind, oder wie? So ungefähr, ja. Muss ja. So, nun seid ihr beide erwachsene Menschen. Er ist 30, du bist 45. Richtig. Redet ihr denn auch über diese unglaubliche Situation? Oh, ja, oder lasst ihr das so laufen? Nee. Und was sagt er dazu? Wir sind uns beide darüber vollkommen im Klaren, was passiert, wenn da irgendwas rauskommt. Die ganze Familie geht kaputt. Richtig. Alles geht kaputt. Richtig. Und du verlierst deine Tochter. Ja. Du verlierst deine Tochter, die dir, wie du gerade gesagt hast, sehr wertvoll ist. Ja, die ist mir sehr wertvoll. So, und das ist kein Kerl der Welt wert, Mensch. Es stimmt. Das stimmt wirklich. Es ist kein Mensch der Welt wert, dass man wirklich die Bindung, die eigentlich zwischen Mutter und Kind herrschen sollte oder auch herrscht, wie bei uns, dass man die dann aufs Spiel setzt. Babs, versuche mir zu erklären, das hast du noch nicht getan, versuche mir zu erklären, warum du noch nicht gesagt hast, nein. Stopp.
Ich weiß es nicht. Dann streng dich an. Ich will es wissen, Mensch. Ist es die, ich sag's jetzt mal ganz plump, ist es die Geilheit? Eigentlich nicht. Sondern? Eigentlich nicht. Ist es die Sehnsucht nach Zärtlichkeit? Ja. Mhm. Ja. In Anbetracht dessen, dass das mit der Ehe eben auch nicht mehr so funktioniert. Richtig. Ja. Richtig. Das ist also der wahrscheinlichste Punkt. Du hast gerade gesagt, dein bester Freund, der leider kürzlich verstorben ist. Ja. Der hat davon auch gewusst. Der hat davon gewusst. Wie hat der das denn beurteilt? Der hat mir im Prinzip das Gleiche gesagt wie du. Wir haben uns da auch wirklich die Köpfe heiß geredet. Und es muss jetzt was passieren, Babs. Es muss was passieren. Es muss jetzt was passieren. Ich finde, jeder Tag, der länger vergeht und jedes Mal, wenn ihr neu zueinander kommt, wird deine Schuld größer, die du trägst. Und du trägst schon sehr viel Schuld im Moment. Ich trage sehr viel Schuld. So, jetzt ist das, ich finde, der allererste Schritt ist, dass du verdammt nochmal Nein sagst. Dass du es aufhörst. Dann das ist natürlich das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste. Und das Schwerste. So, jetzt ist die zweite Frage, wie geht man weiter vor? Nun könnte man vielleicht ganz profan sagen, ja, es muss alles auf den Tisch gelegt werden, aber dann ist alles kaputt. Und dann ist alles kaputt. Wie ist denn die Ehe zwischen den beiden? Die ist sehr gut. Die ist sogar sehr gut? Die ist sehr gut. Mhm. Aber was treibt denn dann den Kerl, dass der das macht, Mensch? Ich weiß es nicht. So, ob das von der Seite her dann wirklich nur das Sexuelle ist. Wahrscheinlich. Jetzt appelliere ich an dich, an die erfahrene Frau. Du bist die Ältere und auch die Erfahrene. Mach sofort damit Schluss. In der Hoffnung, dass du vielleicht deine Familie und auch die Beziehung zu deiner Tochter retten kannst. Du hast eine große Schuld auf dich geladen. Wie du die wieder wegkriegst, weiß ich auch nicht. Die kriegst du eigentlich nur weg, indem du dich ab sofort absolut korrekt deiner Familie und deiner Tochter gegenüber verhältst. Ich würde es ihr auch nicht sagen, ehrlich gesagt. So im Moment heraus würde ich sagen, es wäre schön, wenn ein großer Mantel des Schweigens auf alles hinaufgelegt werden könnte. Es ist so schmerzhaft für das Mädel, wenn die das erfährt. Das geht so viel kaputt und das ist meine Angst. Das ist meine Angst, weil ich bin mir darüber vollkommen im Klaren, welche Schuld ich auf mich geladen habe. So. Ich weiß das. Jetzt sage ich zu dir nur einen Satz. Tu was, Babs. Tu was. Ich tu was. Ja, mehr kann ich dir nicht sagen. Ich tu was. Und ich hoffe sehr, dass du es schaffst. Deshalb wollte ich ja auch mit dir reden. Ich habe es eigentlich schon monatelang versucht, bin nie durchgekommen. Deshalb bin ich auch sehr froh, dass das jetzt heute Abend geklappt hat. Du versprichst mir, dass du was tust. Ich verspreche dir das. Das ist ein Wort. Eine Frau, ein Wort. Okay? Ja, ich verspreche dir das. Und ich würde mir wünschen, wenn ich das geschafft habe und etwas Abstand davon habe, dass ich dich nochmal anrufen würde. Würde ich sehr gerne nochmal machen. Sehr gerne mit dir nochmal telefonieren. Sehr gerne. Das wäre sehr lieb. Alles Gute und gutes Gelingen, Babs. Für ich das, was danke jetzt dir. Vor dir liegt. Alles Gute. Ich danke dir. Auf Wiederhören. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, die auch Sandra gewählt hat. Und Sandra ist 26 Jahre alt. Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domia. Oder? Ja, jetzt darf man schon guten Morgen sagen. Ja. Sandra, was ist dein Thema? Warum rufst du an? Ja, ich habe dich am Montag auch schon mal Harald Schmidt gesehen. Ich habe es auch am Montag schon versucht, bin dann aber nicht durchgestellt worden. Ja. Da hattest du ja erzählt, das Thema geht ja schon des Längeren bei dir in der Sendung, von wegen die Ejakulation der Frau. Die Ejakulation der Frau. Oh ja, das geht schon eine ganze Weile her. Dass du das nicht für möglich hältst, dass es gibt. Ich bin immer so skeptisch, ja. Aber mittlerweile. Ja, so Pipi, hat es jedenfalls gesagt. Ich habe immer gesagt, das ist Pipi, ja. Nee. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung und kann eigentlich sagen, dass es nicht Pipi ist. Erzähl, du bist also auch eine Frau, die eine Ejakulation hat. Ja. Beim Orgasmus. Nee, das ist nicht gleichzeitig mit einem Orgasmus. Sondern? Das ist einfach ein ganz angenehmes Gefühl, aber es hat nicht, also jedenfalls nicht bei mir, ja, hat es nicht gleichzeitig was mit dem Orgasmus zu tun. Aber natürlich während der Sexualität passiert das. Wann passiert das? Nach dem Höhepunkt oder irgendwie zwischendrin, vorher oder wann? Eher vorher. Eher vorher. Das heißt, also das ist das Anzeichen für den anstehenden Orgasmus dann? Nee, also wenn ich, das ist nur wieder noch ein anderes Thema, aber wenn ich mit einem Mann zusammen bin, kann ich keinen Orgasmus kriegen. Oder bisher hat es noch nicht funktioniert. Ach so. Also es ist trotzdem schön und schöne Gefühle und so weiter. Aber diese Ejakulation bekommst du, wenn du mit einem Mann schläfst?
Nicht jedes Mal. Aber manchmal. Manchmal. Ja, auch wenn du dich selbst befriedigst? Nee. Ist ja auch interessant. Also ne? Das ist auch eher dann eine manuelle Sache. Mhm. Also beim Vorspiel in dieser Art. Ja. Und nicht direkt bei der Penetration sozusagen. Ja. Also ihr seid schon rätselhafte Wesen, ihr Frauen. Man merkt es auch währenddessen, dass es nicht irgendwie ein Harndrang ist, sondern schon, dass es woanders herkommt. Also so. Man merkt, wie sich die Säfte sammeln. Man merkt, wie sich die Säfte sammeln, ja, sehr schön. Kannst du glauben oder nicht, aber nein, ich habe das auch schon mehrfach gehört, auch von anderen. Ich nehme das schon sehr ernst und du wirkst ja absolut glaubwürdig. Mhm. Jetzt müssen wir auf die Menge zu sprechen kommen. Mhm. Ist es vergleichbar vom Volumen her, von der Menge, die wir Männer auch zu bieten haben? Ja. Ehrlich, so viel? Das ist ja unglaublich. Zwei Esslöffel vielleicht. Bitte? So zwei Esslöffel in etwa. Ja. Je nachdem. Ja. Wann hast du es zum ersten Mal bemerkt? Vor 3 Jahren. Ja. Und hat dich das selbst nicht irritiert oder wusstest du von dem Phänomen? Ich habe schon mal davon vorher gehört. Allerdings habe ich selbst bei mir noch nicht festgestellt. Das ist auch nicht jedes Mal. Mhm. Also je nachdem, wie sich der Mann auch anstellt. Ja. Und das ist nur auch kein Druck, dass es nur sein muss oder so. Mhm. Also ich habe das auch erst bei 2 Männern gehabt. Ach so, ich lerne daraus, das hat schon damit zu tun, mit einer sehr differenzierten und guten Erregung. Ja. Ne? Und mit einem guten Liebhaber auch. Ja. Und mit der Tatsache, dass du dich gut fallen lassen kannst, mhm, und entsprechend passiert es dann. Ja. Und daher passiert es nicht bei der Masturbation, weil das zu profan vielleicht ist. Da will ich ja dann eher auf den Orgasmus hin. Nicht auf, ja. So, wie reagieren denn jetzt die Jungs darauf? Also jetzt mein letzter Freund hatte das schon mal bei einer Frau erlebt. Mhm. Und also erst, sag ich mal, das letzte Mal davor so ungefähr. Ja. Und der hat sehr überrascht reagiert beim ersten Mal, weil er auch gedacht hat, was so ähnlich wie du jetzt reagieren würdest. Ja, ja. Und war jetzt erstaunt, dass er das bei mir eben nochmal hat auflösen können. Mhm. Und war überrascht, ob das jetzt nur jede Frau kann und ob er sich vielleicht vorher einfach bloß dumm angestellt hat. Ach so, also er war schon ein bisschen vertraut mit dem Thema. Ja, er hat das schon mal erlebt in dem Sinne. Nun ist es ja, das eigentlich auch ganz interessant. Das ist ja nicht so üblich. Nein. Jetzt ist es ja nach 12 und da kann man schon noch ein bisschen intimer und indiskreter fragen. Das tue ich jetzt auch mal. Die Konsistenz, ist das durchsichtig? Ist das milchig? Es ist eine sehr klare, flüssige, also auch sehr dünnflüssige Angelegenheit. Ja. Und geruchlos? Ja. Ja. Also man kann schon von anderen Körpersäften unterscheiden. Ja. Wenn du so mit Freundinnen, ich weiß nicht, ob du so offen mit deinen Freundinnen darüber sprichst, sprichst du? Eher nicht, weil das ist doch schon eine private, also das hat sich bisher noch nicht ergeben. Das ehrt mich sehr, dass du da mit mir darüber redest. Nee, eher mit meiner Schwester, der hatte ich das erzählt und meiner Mutter muss ich das auch nicht unbedingt auf die Nase binden. Nee. Aber das ist ja schon eher eine sehr private. Also wenn ich mit einer Freundin jetzt aufs Thema kommen würde, was eigentlich noch nicht der Fall war, weil ich wüsste jetzt auch von keiner meiner Freundinnen, dass das schon mal vorgekommen ist. Mhm. Und das hat mir jedenfalls auch noch keiner erzählt. Ja. Das auch schon sehr, das geht und eher in dieser Art. Also, funktioniert. Ich glaube, so allmählich muss ich ja vielleicht meine Meinung revidieren. Ne? Ja. Wenn ich so etwas höre und ich habe natürlich nach dem Auftritt auch wieder zu diesem Thema ganz viele Mails bekommen. Da hat ja am Montag auch einen Mann angerufen, der das auch schon erlebt hat. Der das auch berichtet hat, ja. Mhm. Dann kann ich einfach nur sagen, ich habe nicht erlebt, aber das heißt ja nur überhaupt gar nichts. Mhm. Ja. Ja, eben. Also weibliche Ejakulation. Sandra erlebt es und findet es. Achso, was ich dich noch fragen wollte, ist, wenn du das dann erlebst, ist dieser Moment der Entladung, sage ich mal, ist das auch ein besonders schönes Gefühl? Oder passiert das einfach Kommt so? Kommt drauf an, wie abgelenkt ich bin. Mhm. Ob man jetzt sich sehr fallen lassen kann oder nicht. Also das ist ja wirklich dann durch die manuelle Stimulation. Ja. Es ist unterschiedlich, also mal mehr, mal weniger. Ja. Aber es ist ein angenehmes Gefühl. Ja. Also ich merke, wie es kommt. Sie merkt, wie es kommt, unsere Sandra. Schön, dass du angerufen hast. Gerne. Und viel Spaß bei einem sehr tollen Sex, wo du dich fallen lassen kannst. Genau. Alles Gute, Sandra. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 5050, unsere kostenfreie Telefonnummer. Und wenn ihr zufällig oder Sie zufällig in diese Sendung hier reingezappt seid, was ja sein kann, und wir duzen uns hier, und ihr uns noch nicht kennt, das hier ist eine Live-Telefon-Talkshow und man kann hier mit mir plaudern und reden und diskutieren über alles Mögliche und Unmögliche. Man muss nur ganz einfach diese Nummer hier wählen, 0800 220 5050. Jannik
Yannick, 29 Jahre alt. Hallo. Guten Morgen, Domian. Ja, hallo Yannick, grüße dich. Über was reden wir? Eigentlich. Mein Thema ist, dass ich schwer krank bin. Dass du schwer krank bist? Ja, und aufgrund eben halt dieser Krankheit so verzweifelt bin, dass ich eben halt auch über Selbstmord nachdenke. Und Ich wiederhole es mal, ich habe es nicht ganz richtig verstanden, dass du aufgrund dieser schweren Erkrankung über Selbstmord nachdenkst. Genau. Was hast du denn für eine Erkrankung? Eigentlich nennt sich diese Krankheit das Ehlers-Danlos-Syndrom. Das ist eine Bindegewebsschwäche, eine schwere. Die Leitung ist ein bisschen schwierig, also es ist eine Bindegewebsschwäche. Ja, Wie macht sich das denn so im und am Körper bemerkbar? Also das offensichtlichste Merkmal ist, ich kann eben meine Haut richtig weit wegziehen. Zum Beispiel, wenn man am Arm das anfasst und zieht bestimmt so 10, 15 Zentimeter. Ah, das habe ich im Fernsehen schon mal gesehen. Das heißt, wenn man dir am Arm ziehen würde, dann hier, ich kann ja höchstens so auf 2 Zentimeter ziehen. Du könntest richtig hochziehen. Also ich kann die Haut richtig wegziehen davon. Und wahrscheinlich da, wo du, am Bauch oder so, vielleicht noch viel mehr. Ja, wie gesagt, das kommt an den Armen, ist es bei mir eben halt da kann ich es am weitesten ziehen. Ja. Wie gesagt, bei dieser Krankheit gibt es eben halt verschiedene Typen und das kommt eben halt drauf an. Wie gesagt, die Haut, also das mit der Haut ist eben halt so das offensichtlichste Merkmal, zwar nicht das Schlimmste. Ja, was ist das Schlimmste an der Krankheit? Dass eben halt wie gesagt, die Krankheit ist nicht heilbar und sie ist eben halt fortlaufend, degenerierend, kann man so sagen. Nun könnte man ja sagen, jetzt im ersten Moment beim Zuhören, na gut, das ist unästhetisch und nicht schön, dass man die Haut abziehen kann. Ja, wahrscheinlich gibt es ja noch viel schlimmere Dinge, die mit der Krankheit verbunden sind. Ja, eben, man sieht das nicht, also mir nicht an, auf den ersten roten Blick, ich habe eben halt relativ viele Narben auch am Hals. Und woher kommen die Narben? Ja, weil eben halt auch dadurch die Haut relativ schnell reißt. Ach so, Wenn andere dann kratzen oder einen blauen Fleck haben, ist es bei mir eine Platz oder eine Rissurwunde, das geht eben halt relativ schnell. Ist mit der Krankheit verbunden generell auch ein schmerzhafter Prozess, Schmerzen? Ja, eben sehr schmerzhaft. Dass eben halt dadurch der gesamte Bewegungsapparat kaputt geht. Dadurch eben halt, dass das Bindegewebe eine stützende Funktion hat im Körper, mehr oder weniger. Das heißt, kann man das so sagen, dass du permanent am ganzen Körper Schmerzen hast? Ja, also meistens eben halt der Rücken und die Knie tun weh, aber meistens der Rücken. Und wenn diese Krankheit ist fortlaufend, ich vermute, dass es eine angeborene Krankheit ist? Das ist eine Erbkrankheit, Erbkrankheit. Wann hast du zum ersten Mal bemerkt, dass du krank bist? Das wurde eben halt schon kurz nach der Geburt. Also was heißt, das kann man dann nach der Geburt irgendwann feststellen. Ich weiß nicht genau, ab wann. Aber dann kann man das feststellen. Also die ganze Kindheit, die Jugend ist für dich belegt damit, dass du krank warst, ein krankes Kind bist. Mehr oder weniger. Als Kind ging es noch. Bis 1994, ehrlich gesagt, wusste ich ja gar nicht, was alles dazugehört. Ich muss jetzt sagen, ich bin in der Ex-DDR geboren. Ja. Und damals war das eben halt so, da wusste man nicht viel über diese Krankheit, weil auch keiner forscht, weil es dann nie irgendwie großartig Erfolge geben wird. Und 1994 habe ich dann im Fernsehen einen Bericht drüber gesehen von einem Verein und da habe ich mich da hingewandt und die haben eben halt Infomaterial drüber. Erst 1994. Ja. Wie verläuft die Krankheit denn? Verläuft die in Schüben? Nein, das ist eigentlich so ein ständiger Prozess. Also ganz langsam, ganz schleichend, ganz langsam. Ja, mehr oder weniger. Was wird denn im schlimmsten Falle passieren mit dir, wenn du weiterlebst und wenn alles sich so weiterentwickelt? Ja, ich sage mal so, man kann mit dieser Krankheit sicherlich auch alt werden. Das Problem ist eben halt nur, dass sie eben halt einschränkt und dass es eben halt so eine Krankheit ist, die eben den ganzen Tag bestimmt. Ich kann zum Beispiel morgens nicht sagen, wie es mir Mittag gehen wird. Also das geht dann eben halt relativ fix, da aufgrund dieser eigentlichen Grunderkrankung viel mit ringsherum passiert. Ich habe zum Beispiel eine Divertikulose. Das sind so kleine Beutel am Dickdarm, die sich da bilden. Und wenn sich da irgendwas drin festsetzt, dann entzündet sich das eben halt sofort. Achso, und dann hat man sofort Fieber und wahnsinnige Schmerzen. Das hat auch mit der Grunderkrankung zu tun. Ja, das ist eine Folge davon, dass eben halt das Bindegewebe überall fehlt, alles so weich ist. Als Beispiel kann man vielleicht noch anführen, wenn ich jetzt zum Beispiel stürze oder sonst irgendwas, kann plötzlich eine Aorta abreißen, weil das eben halt alles so weich ist. Wenn man mir Blut zieht, platzt eben halt die Vene weg und ich habe einen blauen Arm.
Das heißt, mit deinen 29 Jahren bist du wahrscheinlich arbeitsunfähig und bist Frührentner? Ja, also ich habe dafür 6 Jahre gekämpft. Mhm. Und eigentlich 6 Jahre, 5 Jahre. Ja. Lebst alleine? Ich lebe alleine, ja. Bist du einsam? Ja, die Krankheit macht einsam. Mhm. Gibt es Menschen um dich herum? Dennoch, vielleicht die Eltern oder einen Freund? Ja, die Eltern eher weniger. Das ist eben halt das Problem, weil das innerhalb meiner Familie nicht unbedingt akzeptiert wird. Ich meine, ich muss sagen, ich bin in einer sehr leistungsbezogenen Familie groß geworden. Was gibt es da zu akzeptieren, wenn jemand schwer krank ist? Das sieht man doch. Ja, aber eben halt, wenn dann sich hingestellt wird und gesagt wird, man soll doch positiv denken und darüber wegsehen und eben halt machen, und es gibt noch so viele andere Sachen, das ist nicht einfach. So, nun hast du gerade am Anfang gesagt, die Krankheit ist so schwer für dich und so belastend, dass du darüber nachdenkst, dir das Leben zu nehmen. Ja, also wie gesagt, das ist für mich ist es ein Ausweg oder eine Alternative und für mich eigentlich auch eigentlich eine legitime, will ich sagen, also für mich persönlich. Mhm. Weißt du, Yannick, ich denke nicht schlecht über Menschen. Das ist unpopulär, aber ich sage das. Ich denke nicht schlecht über Menschen, die nach einer sehr langwierigen Überlegung für sich entscheiden, dass sie nicht mehr leben wollen. Ich wäre der Letzte, der arrogant daneben steht und sagt, du musst leben. Ich finde, dass man das respektieren muss bei jedem Menschen, wenn er zu einer solchen Entscheidung kommt. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, dass ich finde, dass man so lange nach dem Leben suchen sollte und in das Leben, dem Leben in die Augen gucken sollte, solange es irgendwie möglich ist. Ja, meine, das habe ich ja versucht. Das Problem ist eben halt nur meine, ich kann so sagen, wie es ist. Von meinem Standpunkt aus ist es wirklich so, dass diese Krankheit mir wirklich bisher die besten Jahre meines Lebens wirklich gestohlen hat. Weißt du, hinter welchem Hintergrund ich das gerade gesagt habe? Ich habe in dieser Sendung schon mit so unglaublich schwer kranken Menschen gesprochen. Sogar mit Menschen, die vielleicht nur noch ein paar Monate zu leben hatten. Und ich war immer tief bewegt und tief beeindruckt von vielen dieser Anrufer, wie lebensmutig sie noch waren, obwohl das Schicksal ihnen so übel mitgespielt hat. Und habe daraus gelernt, dass man auch, ich gebe das jetzt nur mal wieder, habe daraus gelernt aus diesen Gesprächen, dass auch wenn man ganz, ganz schwerst betroffen ist, auch noch eine Freude am Leben haben kann. Das haben die Leute mir erzählt. Ich kann es nur so weitergeben. Und würde jetzt gerne an dich appellieren, vielleicht doch nach neuen Anknüpfungspunkten zu suchen. Zum Beispiel, es gibt mit Sicherheit Selbsthilfegruppen für diese Krankheit. Naja, nee, eher weniger. Wie gesagt, die Krankheit ist so selten. Hast du dich schon mal erkundigt? Ja, also ich weiß, dass es in Deutschland wohl 100, 110 Fälle gibt. Na gut, aber das ist ja schon mal was. Ja, aber wie gesagt, hier in Leipzig oder in meiner Umgebung eben halt kaum. Und hast du das richtig schon mal recherchiert? Ja, es gibt einen Verein, der sich da drum kümmert. Ich habe mit diesem Verein relativ wenig zu tun, weil mich ehrlich gesagt mich da auch nie groß drum gekümmert habe. Ich wollte aber nochmal darauf zurückkommen, wie gesagt, was du sagtest mit diesen schwerkranken Menschen, die da diese, wenn man eine Deadline hat, wo einem gesagt wird, man hat, was weiß ich, 1-2 Jahre, dann mag das sein. Aber das Problem bei mir ist, ich weiß nicht mehr, wie viel ich habe. Das ist eben halt das Problem. Aber du hast gerade gesagt, man kann unter Umständen sehr alt. Ja, man kann unter Umständen alt werden. Das Problem ist nur, ich merke es ja selbst, wie das bei mir eben halt langsam voranschleicht, wenn man dann eben halt chronische Ausfälle hat an den Beinen und das immer mehr wird. Mhm. Und wenn selbst, wie gesagt, ich muss eben halt, ich bekomme Morphin, das ist wie gesagt die einzige Therapie, die die Ärzte mir dann noch, oder das heißt das Einzige, was dann eben halt die Ärzte für mich tun können, wirklich das Einzigste, und das ist eben halt alles. Sag mal, Yannick, was findest du schön noch, was findest du noch schön am Leben? Ich für mich, für meinen Teil, ich habe, wie gesagt, die Freude verloren. Gibt es etwas, das du schön findest? Sagen wir mal, dass du sagst, ein Frühlingstag oder jetzt ein Sommertag, da sitze ich gerne draußen und gucke mir die Bäume an, die Natur, die Blumen, gibt es so etwas? Ja, das ist dann wirklich aber eher selten. Ja, aber das ist ja schon, ich sage das nur mal so als Beispiel, aber das ist ja so ein kleiner Anknüpfungspunkt, wo man so irgendwie positiv anknüpfen kann, wenn man da eine Freude dran hat.
Und da gibt es doch bestimmt, vielleicht wenn du suchen würdest, ich will es dir nicht aufreden, aber ich will mit dir gemeinsam vielleicht irgendwie sowas suchen, um dir so vielleicht ein wenig einen positiven Impuls zu geben. Aber auf der anderen Seite muss man das ja, oder ich für meinen Teil habe das gegeneinander abgewogen und ich muss ehrlich sagen, für 5 Minuten Glück 14 Tage leiden, um das mal so übertrieben zu sagen. Weißt du, ich möchte nicht arrogant wirken und ich kann mich überhaupt nicht hineinversetzen in einen Menschen, der jetzt in dem Fall so erkrankt ist wie du. Ich finde schon, dass man 5 Minuten Glück, dass man da schon viel für in Kauf nehmen sollte. Aber ich bin wirklich nicht in der Lage, dir das jetzt zu erwidern, weil ich nicht ermessen kann. Ja, wie gesagt, das ist eines meiner wirklich ganz, ganz großen Probleme, die ich habe, weil man das keinem klar machen kann. Mhm. Weil man das wirklich keinem klar machen kann, deswegen stoße ich eben halt auch innerhalb meiner Familie immer wieder. Wir stoßen so wirklich immer wieder an denselben Themen. Ich kann es keinem irgendwie verständlich machen, was eben vorgeht. Ich würde jetzt Folgendes vorstellen. Ich habe gerade ja schon gesagt, das mit den Selbsthilfegruppen. Da hast du so ein bisschen ausweichend gesagt, nee, hier bei uns in Leipzig und so, das funktioniert nicht so. Ja, wie gesagt, was diese Krankheit betrifft, Selbsthilfegruppen so an sich für psychiatrische Fälle oder dann mal für. Ich mache dir einen Vorschlag. Wenn uns jetzt jemand zugeschaut hat, der muss ja nicht genau diese gleiche Krankheit haben, aber vielleicht so in einer ähnlichen seelischen Situation sein. Und wenn derjenige sagt, okay, ich würde gerne mit dem Janik Kontakt aufnehmen, möchtest du diesen Kontakt haben? Gerne, ja. So, und das versuchen wir jetzt mal. Darüber hinaus biete ich dir jetzt noch ein Gespräch mit meiner Psychologin an. Und ich habe eine große Hoffnung, sage ich dir, dass sich ein paar Leute melden und dass ihr nochmal ins Gespräch kommt, weil ich glaube, durch den direkten menschlichen Kontakt kann schon sehr viel Gutes und sehr viel Positives entstehen. Machen wir das mal so? Das wäre toll. Dann legst du jetzt auf und meine Psychologin, die Elke, ruft dich an und ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute und hoffe, dass ein paar Leute sich melden und wir stellen den Kontakt ganz schnell her. Okay? Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 0:23:23. Das ist eine schöne Zeit für unsere erste kleine Postecke. Ich habe Post bekommen von Robert. Robert, 19 Jahre alt, aus Augsburg. Und er schreibt, hi Domian, ich fand dein Statement in der Harald-Schmidt-Show zum Thema Promi-Boxen absolut richtig. Auch ich finde diese Sendung billig und primitiv. Aber das wäre ja noch Geschmackssache. Viel schlimmer ist, dass dort Gewalt und auch Brutalität gesellschaftsfähig gemacht werden und verharmlost werden. Gut, dass du deine Meinung so klar geäußert hast. Markus, 31 Jahre, aus Berlin, schreibt, hallo Domian, du hattest letzte Woche Donnerstag in deiner Sendung einen Mann, der eine Luftballonphobie hat, also Angst vor Luftballons. Ich war völlig platt, als ich das gehört habe. Ich selbst leide nämlich unter etwas Ähnlichem und habe bisher immer gedacht, der Einzige mit sowas auf der Welt zu sein. Entsprechend waren auch meine Schamgefühle. Also, seit ich denken kann, habe ich eine panische Angst vor Luftschlangen. Ich kann mich definitiv in keinem Raum aufhalten, der mit Luftschlangen dekoriert ist. Ich bekomme Schweißausbrüche, Angst und muss unbedingt sofort wieder raus. Danke an eure Sendung, dass eben auch so ungewöhnliche Sachen zur Sprache kommen. Lieber Jürgen Domian, schreibt jemand hier, ich möchte anonym bleiben, nehme aber Bezug auf einen Fall in Ihrer Sendung. Es ging um eine Frau, die von Nonnen über Jahre missbraucht und geschlagen wurde. Auch ich habe so etwas erlebt. Die frommen Schwestern haben mir meine Kindheit und meine Jugend geraubt. 15 Jahre war ich in ihrer Obhut und 15 Jahre lang habe ich in Angst gelebt. In dieser Zeit haben die Nonnen meine Sexualität derartig zerstört, dass ich später und bis heute, ich bin mittlerweile 50 Jahre alt, nie wieder einen sexuellen Kontakt hatte. Ich habe und hatte nicht die Kraft, juristisch dagegen vorzugehen. Ich möchte aber mit diesem Fax zum Ausdruck bringen, dass die Leute, denen Ähnliches passiert ist und die stärker und stabiler sind als ich, nicht schweigen sollten. Vielleicht gibt es auch heute noch sowas. Vielleicht kann man durch ein Augenmerk der Öffentlichkeit auf solche Einrichtungen viel Leid vermeiden. Ende unserer ersten kleinen Postecke. Und jetzt geht's weiter mit euch, mit denen, die angerufen haben, nämlich zum Beispiel mit Max. Und Max ist 27 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Max. So, zu dir. Ja, also ich habe ein etwas lustigeres Thema als mein Vorredner. Ja. Ich stehe total auf Frauen in Daunenjacken. Jetzt muss ich gleich mein Glas wieder hinstellen. Du stehst auf Frauen in Daunenjacken? Ja, also für mich sind Daunenjacken absolute Reizwäsche.
Also diese, andere Männer, Unterwäsche, BHs, ja? sind es für mich Daunenjacken. Ja, also diese Daunenjacken, die man so zum Skifahren anzieht. Zum Beispiel, diese dicken, genau. Diese dicken Dinger, die schön wärmen. Genau. Also dein Schönstes ist es, eine nackte Frau mit einer Daunenjacke. Ja, genau. Ja, muss sie nackt sein oder kriegst du beim Skifahren auch schon... Also ja, nackt ist natürlich am schönsten, das ist die Krönung, aber es reicht schon im Winter, wenn man durch die Stadt geht und dann nicht viele Mädels sieht mit schönen Jacken, das ist doch ein schöner Anblick. Das ist ja wirklich auch wieder mal sehr schräg, finde ich. Ja, also ich habe auch lange Zeit ein Problem damit gehabt, weil man halt nichts darüber hört und es hat eigentlich bis zu dem Zeitpunkt angedauert, dass ich gedacht habe, ich bin der Einzige, wo ich das Internet bekommen habe. Ich glaube manchmal, wenn ich hier sitze und euch so zuhöre, was ihr mir alles zu erzählen habt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Das glaube ich auch, ja. Jetzt gibt es also sogar den Daunenjacken-Fetischist. Ja. Und der wirkt völlig nett und seriös. Ja, also ich habe Gott sei Dank bisher auch noch keine negativen Reaktionen daraus bekommen. Jetzt erzähl mir, wie es anfing. Ja, da streiten wir uns eigentlich alle drüber. Also weil, also es sind ja mehrere Leute, die diesen Spleen haben. Ich frag dich aber jetzt. Also angefangen hat so mit 7, 8 Jahren, da kann ich mich dran erinnern, wirklich schon in der Grundschule, das waren so die Mitte 80er, wo halt dann schon diese schönen Nylon-Anoraks aufkamen. Ja. Das hat mich also als Kind schon fasziniert, so zum Angucken, Anfassen. Ja. Und war halt da noch total asexuell eigentlich, also hat da noch nichts in Bezug zum Sex gehabt. Hat aber irgendwie ein gutes Gefühl gemacht. Ja, irgendwie. Also ich hätte mich, glaube ich, stundenlang damit beschäftigen können, nur so eine Jacke anzuziehen, reinzugreifen und so. Ja. Und das hat sich dann halt gesteigert, also in der Pubertät fing es dann an, dass man damit mal onaniert hat, weil einem das Gefühl gefallen hat. Oh, und das ist ja schon die harte Nummer dann, ne? Ja, schon. Und das heißt mit deiner eigenen Daunenjacke? Ja, man musste halt dann aufpassen, ne? Ja. Dass man keine Spuren sieht. Ist mir klar. Das heißt, du hast dir die Daunenjacke angezogen? Ja. Und auf nackte Haut? Zum Beispiel, genau. Ja, und hast es dir schön gemacht? Genau. Ja, kurze Zwischenfrage, bevor es dann chronologisch weitergeht. Das heißt, du magst solche Daunenjacken auch an dir selbst? Ja, ja. Also ich habe meine Schränke sind voll. So, wir waren jetzt beim ersten Onanieren in die Daunenjacke. Also mit, nicht in, mit. Wie ging es dann weiter? Ja, und zu Hause konnte man das natürlich nicht ausleben, weil ich meine, irgendwann wäre die Mutter wahrscheinlich stutzig geworden, wenn dann 5, 6, 7 Jacken im Schrank hängen. Unter Umständen, ja. Und das ging dann eigentlich erst richtig los, wo ich dann ausgezogen bin nach der Bundeswehr, dann die erste eigene Wohnung hatte. Ja. Und dann konnte ich das eigentlich so richtig ausleben. Dann ging es halt wirklich los, jeden Winter kamen neue Jacken dazu. Mhm. Müssen die eine besondere Farbe haben? Nee, also, aber es ist auf Nylon beschränkt. Also mich, zum Beispiel Baumwolljacken oder so, reizen mich überhaupt nicht. Also es muss wirklich dieser Bezug zum Stoff Nylon sein, dieses glatte, weiche, also das gefällt einem. Ich habe die so in der Vorstellung, die sind so schön dick irgendwie. Genau, so, ja. Und dann so eine leichte Nylonschicht da oben drüber. Ne? Genau, dadurch wärmen die ja auch so gut. Mhm. Ja? Wobei das Wärmen natürlich sehr störend sein kann, gerade jetzt im Hochsommer. Da ist es natürlich dann ein blödes Hobby. Ich sehe dich schon auf dem Balkon sitzen, bei 30 Grad, in deiner Daunenjacke? Mache ich eigentlich nicht, weil also ich schwitze nicht so gern und also ich bin da glaube ich sogar noch ein relativ harmloser Vertreter. Also ich habe Bekannte, die also wirklich den ganzen Tag in so Klamotten rumlaufen und das mache ich also überhaupt nicht. Bei mir ist es so, im Winter trage ich die sehr gerne und halt beim Sex ab und zu trage ich halt eine oder meine Freundin halt. Beim Sex trägst du eine Daunenjacke? Ja. Ja, warum auch nicht? Und die Frauen, denken die nicht hier eher... Er ist nicht mehr so ganz dabei? Also ich habe, wie gesagt, Gott sei Dank, ich persönlich nur positive Erfahrungen gehabt. Also ich habe 4 Jahre lang eine Beziehung gehabt, die fand das voll okay, die war eine ziemliche Frostbeule und fand das Hobby also klasse, weil halt jeden Winter sowieso neue Jacken kamen. Das kommt einer Frau ja sehr entgegen. Was heißt Frostbeule? Die mochte den Winter oder was? Ja, ja. Also. Und die fand es halt am Anfang, ich habe also wie gesagt im Internet dann irgendwann Seiten gefunden und gemerkt, ich bin nicht der Einzige. Aber jetzt ganz im Ernst, es ist ja schon eine Überwindung im ersten Moment, wenn man mit jemandem dann... Furchtbare Überwindung. Ja, dann zu sagen, hier, ich stehe auf sowas, da läuft man ja wirklich Gefahr, dass man nicht ernst genommen wird oder dass man ausgelacht wird. Also ich kann auch sagen, ich habe meine erste Freundin erst mit 21 gehabt, weil ich also auch furchtbare Angst eigentlich hatte, mich da zu offenbaren, weil man keiner wird gern zurückgewiesen und man hat natürlich dann Angst, was antwortet der Gegenüber, wenn man sowas sagt, weil normal ist es ja nicht. Nee, normal ist es wirklich nicht. Aber du hast Glück gehabt mit den Frauen, dass die da positiv, durchweg im Moment, nicht im Moment, also sondern in der ganzen Zeit. Ich habe jetzt wieder eine Beziehung und auch die Frau ist da durchweg positiv eingestellt, findet es witzig und hat da Gott sei Dank null Probleme. Was für ein traumhaftes Bild. Wie gerne würde ich mal spinksen in euer Schlafzimmer. Da liegen dann die beiden Hübschen in ihren Daunenjacken im Bett, im Ehebett. Ja. Im Bett. Und haben Spaß. Genau. Mhm.
Habt ihr dann, also ihr beide die Daunenjacke an, ne? Du ja, auch. Das kommt drauf an. Also ich mag es eigentlich sogar fast lieber, wenn also ich nackt bin und die Partnerin eine Jacke anhat. Ach so. Mhm. Und das kommt drauf an. Also. Und sollte sie die Jacke dann bis zum Schluss anbehalten oder pellst du sie irgendwann dann von ihr runter? Nee, also im Prinzip ist es dann schon bis zum Schluss, weil einfach dieses, wie gesagt, das ist wie für einen anderen Mann wahrscheinlich Dessous, ist das für mich wirklich, das ist absolute Reizwäsche. Und das ist also allein schon von der Optik, vom Angucken, Reinfassen, das ist einfach, das ist wirklich schön. Ist für mich auch beim Sex tatsächlich intensiver. Ja. Also es ist nicht so, dass ich jetzt Sex ohne, also ganz normal nackt, nicht mag. Ja, also geht auch. Ja, ja, ohne Probleme. Ja. Aber das mit der Daunenjacke, das ist einfach wirklich, das ist so die Krönung. Halt. Ich wollte es gerade, glaube ich, fragen, es ist untergegangen. Ist es egal, welche Farbe? Ja, das ist absolut. Egal. Mhm. Ja. Es geht also wirklich nur um das Material. Mhm. Also, wie viel hast du jetzt im Moment schon in deinem Kleiderschrank? Also ich bin noch relativ harmlos. Ich habe zurzeit circa 20. Naja, das ist auch schon ganz schön. Das ist ein Platzproblem. Du hast Kontakt mit anderen Gleichgesinnten. Ja. Die es dann vielleicht auf ein paar hundert Daunenjacken bringen, oder? Also ich weiß, in Amerika gibt es Leute, die haben wirklich ganze Scheunen voll. Und ich habe hier in Deutschland einen guten Bekannten, der hat 60, 70 Jacken. Ja. Das sind also wirklich ganz schöne Vermögen, die dann da rumliegen und rumhängen. Das heißt, ich habe vorhin das ja auch schon gesagt, wenn du im Wintersport bist, muss das ja für dich hocherotisch sein, ne? Ja, schon. Ja? Fährst du gerne in den Wintersport? Also ich bin total winterunsportlich. Also ich fahre weder Ski noch Snowboard. Musst du anfangen, Mensch? Ja, also wenn es einer anfangen muss, dann... Das reicht eigentlich, was man in der Stadt sieht. Also das reicht ja schon. Was meinst du, wie das dann für dich zugeht, wenn du auf so einer Almhütte oben sitzt? Ja, wo doch. Wo da vielleicht dann hunderte von Leuten hochgefahren sind mit dem Lift und was trinken, um dann wieder runterzufahren. Da... sitzt du den ganzen Tag auf der Hütte oben und guckst? Wobei ich sagen muss, dass also das Gucken mir persönlich jetzt nicht so viel bringt. Also ich sehe das unheimlich gern, aber also es gibt auch Leute, die dann wirklich jedes Bildchen auf dem Computer sammeln, was irgendwie damit zu tun hat. Das mache ich eigentlich überhaupt nicht. Erzählst du das deinen Freunden, deinen Kumpels? Eher nein, weil man hat doch Angst auf Ablehnung. Also das ist bei mir schon sehr, sehr groß. Also es wissen einige, aber die sind, sag ich mal, die sind schwul. Wo ich den Eindruck gehabt habe, dass die einfach lockerer mit dem Thema Sexualität umgehen. Ja. Und da habe ich mich dann irgendwann mal geöffnet und die haben sich am Anfang, die haben einfach nur gelacht und fanden es witzig. Also nicht schlimm, fanden es einfach nur witzig, weil kein normaler Mensch kommt ja auf die Idee. Apropos schwul, wenn du Männer in Daunenjacken siehst, das macht nichts. Also lustigerweise hat sich das in den letzten 2 oder 3 Jahren auch bei mir entwickelt, dass ich so eine leichte Biader entwickelt habe. Aber lustigerweise wirklich nur in Bezug auf diesen Fetisch. Achso, das heißt also ein hübscher Kerl mit einer Daunenjacke, sagst du auch nicht nein? Nee, nicht unbedingt. Könnte sich mal so ergeben, sagen wir so. Ja, könnte sich ja durchaus ergeben, ja. Eine Frage noch zum Schluss. Du hast vorhin erzählt, dass das damals angefangen hat mit einer Selbstbefriedigung, während du die Jacke anhattest als Jugendlicher. Mhm. Ist das heute auch noch so, wenn du dich selbst befriedigst, auch mit Jacke? Ja. Auch noch? Ja. Ja. Wobei es halt natürlich viel schöner ist, wenn die Freundin dabei ist. Ja klar, also, natürlich, ja. Aber also wenn ich mich selbst befriedige, eigentlich immer mit Jacke, muss ich wirklich sagen. Das gefällt mir, in welcher Selbstverständlichkeit du das so sagst. Ja, ja. Ich sag mal so, jetzt hier relativ anonym geht das auch. Also wie gesagt, im normalen Leben hat man da schon ein Riesenproblem. Also gerade, man macht sich auch immer die Gedanken, wenn das in der Beziehung dann nicht so gut läuft und man vor der Wahl steht, trennt man sich von der Freundin und die akzeptiert das. Da hat man schon Riesenangst. Weil man halt nicht weiß, was kommt danach. Ja, klar. Jetzt hoffe ich nur, dass deine guten heterosexuellen Freunde und Kumpels nicht zufällig heute Abend wieder Fernsehen gucken und dich nicht erkannt haben. Oh, ich denke nicht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden, Max. Dankeschön. Alles Gute und viel Spaß. Danke, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, die Telefonnummer, die Faxnummer 0800 220 5051 und die E-Mail-Adresse ist ja auch eingeblendet, aber ich sage es euch trotzdem nochmal, domian@wdr.de. Ihr könnt euch hier melden, wenn ihr gerne mit mir hier live im Fernsehen reden wollt, egal über welches Thema. Jetzt bin ich gespannt und freue mich, dass sie hier ist, auf Marie, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Marie. Hallo. Um was geht's denn bei dir? Ich bin anders. Du bist anders? Jawohl. Und wie? Dazu muss ich sagen, wir hatten vorgestern das Thema, ich bin anders. Ja, ich weiß, deswegen rufe ich ja an. Und wahrscheinlich nimmst du darauf Bezug. Ja. Inwiefern bist du anders? Ich bin 2,06 Meter. Du bist 2,06 Meter? Ja. Oh, das ist eine stattliche Größe.
finde ich auch, ja. Du klingst gar nicht so groß. Ich weiß. Ich bin auch im Inneren irgendwie klein. Ja, du klingst so, ich hätte so geschätzt, 1,75, 1,77 so ungefähr. Ja, also so vom Gefühl und vom Charakter und von der Sensibilität bin ich also 1,70. Ach, Marie, das ist ein Problem, ne? Glaube ich. Ja, mhm. Ja, ich liege auch momentan hier im Klinikum Aachen. Warum? Ja, weil ich noch weiter wachse. Wie bitte? Du wächst noch weiter? Ja. Im Alter von 27 Jahren? 26. 26 Jahren? In den letzten 8 Jahren 4 Zentimeter gewachsen. Ach, das habe ich auch noch nie gehört. Ja. Also ist das schon irgendwie eine Krankheit oder wie? Ja, ich werde hier auch mit Hormonen behandelt und hier wird also einmal die Woche so meine Knochen gemessen. So Fingerknochen, Armknochen. Mhm. Ob ich, also damit man genauer misst, ob ich noch wachse. Ja. Ja. Also bist du nicht nur einfach von Natur aus eine große Frau, sondern das ist eine kompliziertere Geschichte, die sich da bei dir ereignet, kann man sagen. Ja. Ja. Was ist das Hauptproblem für dich mit der Größe? Erstmal der Alltag, die Männer und meine Hüfte. Deine Hüfte? Ja. Inwiefern? Also, ja, die ist da, also ich bin zu groß einfach. Einfach zu groß für die Hüfte. Was heißt für die Hüfte? Ja, ich habe sehr viel Schmerzen so beim Laufen. Ach so. Mhm. Ach so. Mhm. Das heißt, so einen normalen Alltag ist schon beschwerlich für dich. Ja, so. Ja, also ich kann damit umgehen. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich im Rollstuhl muss oder so. Du hast gesagt, die Männer. Ja. Könnt ihr mir vorstellen, dass du auch große Schwierigkeiten hast, einen Partner zu finden? Ja. Hattest du schon mal einen Partner? Ja. Also wie groß war der, muss ich ja gleich fragen. Ich hatte schon mehrere Partner. Ja. Also ich hatte schon ein paar. Ich gehe schon mal zu so Basketball-Meetings, um zu gucken. Da gibt es ja auch größere Männer. Was sind das für Meetings? Ja, so Basketballspiele. Ach so, ja. Klar. Mhm. Ja, und also wie groß war dein letzter Freund? 1,74, 1,75. Oh, das ist nicht viel. Nee, fand ich auch. Und er auch. Also er hatte die komplexe Schlechtin. Also wie lange hat die Geschichte gehalten? 3 Monate. Mhm. Ja. Nun gibt es aber doch in Deutschland einen Club von großen Leuten, wo die sich alle treffen. Mhm. Machst du da mit? Nee. Warum nicht? Ich weiß nicht. Das ist nichts für mich. So. Aber man könnte doch mal hingehen und man hat doch da, oder du hast doch da auch die Chance, dann große Partner zu finden. Ja, hier in Aachen gibt es so einen Club, der macht schon mal so Motto-Partys, so der dicke Tag, der kleine Tag, der große Tag. Und da lernt man auch schon nette Männer kennen. Ja. Was machst du vom Beruf? Im Moment bin ich arbeitslos. Ja, und was hast du vorher gemacht? Ich habe Hauswirtschafterin gelernt, in der Küche, Restaurant. Mhm. Wie sind denn so die Reaktionen auf der Straße? Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute auch ziemlich blöd glotzen manchmal oder machen die Bemerkungen. Erzähl mal. Ja, der schönste Spruch ist, guck mal die kann ja auch so Dachrinnen saufen. Mhm. Sowas zum Beispiel. Ist dann weniger witzig, ne? Ja, oder ist die Luft da oben nicht was dünn? Und dann sagt ich immer, nee, hier stinkt nur noch Zwergen. Also du bist permanent mit solchen Sachen konfrontiert. Ja, permanent. Auf jeden Fall. Wie sieht es aus mit Kleidung? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch sehr schwierig ist. Ja, absolut. Ja, Kleidung ist das Schlimmste. Also Jeanshosen und sowas, da kann ich ruhig in Männerabteilungen gehen. Das ist nicht so schlimm. Bin sehr schlank gebaut. Aber so Oberteile, da wird es schon kritisch. Hm. Die lasse ich mir meistens nähen. Von einer Freundin, die kann ganz gut nähen. Es gibt, glaube ich, 1000 Probleme. Mir fällt gerade ein, wenn ich fahre gerne in die Alpen wandern. Da habe ich immer das Problem, dass die Betten für mich, ich bin 1,85 groß, das ist ja, und gegen dich bin ich ein kleiner Zwerg dann. Wie groß bist du? 1,85. Mhm. Da sind die Betten mir schon immer so kurz, weil die vorne so Begrenzungen haben. Aber das muss für dich ja dann fast unmöglich sein, mal schön in Urlaub zu fahren, weil die Betten immer zu kurz sind. Ne? Ich war einmal in Sardinien in einem Zeltlager. Ja? Also da habe ich zwei Luftmatratzen gehabt und dann ging's. Dann ging's, aber im Hotel geht's nicht. Nee, ne? Nee, das war ich noch nicht. So, jetzt sagst du bist im Krankenhaus und wirst mit Hormonen behandelt, damit mit der Hoffnung, dass man das Wachstum zumindest jetzt stoppt für immer. Ja. Welche Prognosen geben die Ärzte? Ja, momentan wachse ich nicht mehr. Also momentan ist es in Ordnung. Also die letzten, das letzte halbe Jahr ist es nicht mehr weitergegangen. Ist die Hoffnung, dass es auch definitiv jetzt so ist? Nee, das ist es nicht. Mhm. Weil es ja die letzten 8 Jahre so ist. Also mit 18 war ich circa 1,96, 1,94 so rum. Ja. Und bin halt jetzt bin ich 26. Wahnsinn, ist das Wahnsinn. Warst du denn als Kind auch schon immer die Größte?
ich sag mal so, bis dass ich so 9 oder 10 war, war ich normal. Mhm. So normal groß halt. Mhm. Also so, ich kann mich noch an meine Kommunion erinnern. Da war ich eigentlich so, da gucke ich schon mal Fotos, da war ich eigentlich ganz normal. Ja, ja. Da war ich so im Durchschnitt. Ja. Und dann fing's an. Also, ich könnte mir vorstellen, der Wunsch, dein Hauptwunsch ist erstmal, dass die ganze Sache sich stoppt, wie auch immer. Auf jeden Fall. Mhm. Und du wünschst dir einen großen Mann, oder? Ja, ja. Wäre das Ideale für dich, aber wenn... Aber große Männer haben immer tierisch lange Arme. Ja, ist das schlimm? Ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie unproportional. Ach so, magst du nicht so? Nee, die können sich im Stehen an die Knie kratzen. Ach so. Du hast nicht so große Arme. Nee, ich habe nicht so lange Arme, normal. Wie groß sollte er denn sein, dein Wunschmann? Ja, so wie ich. 2 Meter, also 2 Meter ging ja auch, ne? Ja. Na gut, 2 Meter ja, 6. Meistens haben die Männer ja das Problem damit. Ja. Ja. Mensch, Marie, da wünsche ich dir einen großen Mann. Vorhin habe ich schon in einer Anrufung gesagt, ich wünsche dir einen dicken Mann und dir wünsche ich dir einen großen Mann. Ja, großen das wünsche ich mir auch. Geh doch mal, versuch doch mal Kontakt aufzunehmen zu diesen Clubs, der großen Menschen. Falsch kann es ja nicht sein. Versuchen kannst du es ja mal. Wenn du willst, können wir dir auch noch eine Anschrift davon geben oder eine Kontakttelefonnummer. Ja, könnte machen. Wäre gar nicht so dumm, ne? Ja. Ich weiß nicht, das hört sich so nach Selbsthilfegruppe nee, an. Nee, das will ich ja nicht. Nein, aber es ist einfach so eine Kontaktbörse. Ich will es dir ein bisschen aufschwätzen, weil ich glaube, das ist ganz gut, einfach mal es auszuprobieren. Da kann man vielleicht doch den einen oder anderen netten Menschen finden und wenn es nichts ist, na gut, dann hat man es halt mal ausprobiert. Mhm. So, du bleibst jetzt mal schön dran. Ja, warte. Nee, das heißt, du legst auf und dann rufen wir dich gleich an und versorgen dich mit der Telefon. Ja. Okay? Ach ja, ich wollte dir noch sagen, dein T-Shirt, was du gestern anhattest, das fand ich total genial. Ich danke. Ja. Danke sehr herzlich. Tschüss. Okay, tschüss. Jürgen, mein Namensvetter, 49 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, grüß dich, Jürgen. Hallo Jürgen. Um was geht's bei dir? Naja, auf jeden Fall erstmal zu deine Sendung sind in Ordnung. Dankeschön. Und sag mal, fährst du den Oldie wirklich? Nee, das haben wir extra nur für den Vorspann gemietet. Nein. Das wäre nämlich ganz interessant gewesen. Ja, nein. So, naja, gut, mein Thema ist Erwachsene, die gerne Babys sein wollen. Ah. Ist ein sehr seltenes Thema, wie vorhin das mit der Daunenjacke. Ja. Heute haben wir es aber mit den ungewöhnlichen sexuellen Affinitäten. Naja, hätte auch besser in Dienstagssendung trainiert passen. Du willst gerne ein Baby sein? Na, ich will nicht, wir sind's. Wir sind's. Wer ist wir? Wir sind so eine ganze Gruppe. Ja, es ist alleine macht keinen Spaß. Wie viele Leute sind in der Gruppe? Also wir sind meistens zu dritt. Ein Mädchen, 2 Jungs. Ein Mädchen, 2 Jungs? Genau. Also 2 Männer, 1 Frau? Genau. Ja. Und ihr seid aber nicht in einer Beziehung, sondern es ist so eine Hobbygemeinschaft. Naja, von Hobby kann man da weniger sprechen, aber Interessengemeinschaft, wenn man so Interessengemeinschaft. Sagen. Was heißt denn das jetzt konkret? Ihr wollt gerne Babys sein. Ja, wir wollen wir mal so sagen, wir wünschen uns gerne die Sorgfalt der Eltern zurück, wollen wir mal so sagen. Das klingt aber jetzt sehr theoretisch. Ich ja, glaube, das theoretisch geht ist es, klar. Praktisch, glaube ich, viel konkreter zu, ne? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, ihr zieht euch, ich frage jetzt einfach mal eine Rate, ihr zieht euch wie Babys an? Ja. Sie schlafen in Babybetten. Ihr schlaft in Babybetten? Allerdings ein bisschen größer als normal. Die sind extra gebaut für euch? Ja, da haben wir jemanden in so einer ganzen Gemeinschaft, wie so Swinger, weißt du? Ja. Und da ist ein Tischler mit drin und der fertigt die Dinger. Ja. Und die sind 1A spitze. Ja, also so richtig mit Gittern rundherum? Genau, mhm. So. So, wie legst du dich dann in so ein Babybett rein? Na, auf jeden Fall erstmal ganz normal. Mhm. So, da kommt es drauf an, wer von uns dreien jetzt, das sprechen wir vorher ab, die entsprechenden Rollen spielen will. Ja. Naja, und dann jetzt los mit Ausziehen, ja. Einwindeln, ja. Kommt drauf an, in Bellsports oder in normalen Windelhosen. Ach so, das ist ein Rollenspiel, ja. Einer spielt genau. Dann den... Einer spielt Mutter oder Vater, je nachdem, ja. Und die anderen beiden sind meistens dann die Kinder. Nehmen wir an, du bist das Baby. Das heißt, dann lässt du dich schön in eine Windel einpacken. Genau. Ja, kriegst auch so ein Leibchen um oder wie man so ein beim Essen und so, ja. So ein Jäckchen. Genau, das auch. Nun kann man ja keine Babywäsche in der Größe kaufen, vermute ich mal, ne? Oder nee. Nee. Das heißt, wie kommt ihr da dran? Ja, an die Windeln und an die Windelhosen und auch so einzelne Sachen wie Bodies, Windelbodies und so weiter, Jips, Einschläge, Versandhäuser. Ach so. Ja. Und in Kempten ist da eins. So, und dann liegst du da selig in deinem Babybett, mhm. Hast einen Schnuller im Mund. Mhm. Mhm. Hört sich gut an, ne? Und ja.
kriegst du dann auch ein Fläschchen? Ja, sicher, also wie alles, was dazu gehört. Brei, Fläschchen, dann auf dem Stuhl, wie es ist, und auch in Kinderwaren entsprechend groß. Ja. Dann kommt es drauf an, wo wir sind, ob es jetzt nur bei mir hier, ich habe hier ein eigenes Grundstück ringsherum mit Wald, also kann keiner hingucken, wollen wir so sagen. Ja. Denn die Leute draußen, die sind nicht ganz so, wollen wir sagen, erbaut von solchen eigenartigen Situationen. Das heißt, man spricht dann auch mit dir wie mit einem Baby? Ja. Ja, und man macht auch Scherze mit dir oder man spielt, genau, mit, spielt, so man spielt gemacht. Auch mit dir? Ja. Was spielt man denn? Nun, da wird gespielt und ein ungezogenes Baby, was dann eine Taue kriegt, so auf der Windelpackung. Mhm. Oder meistens geht es ja dann auch so weit, dass wenn jetzt Fläschchen ist und so weiter, dass man ja dann auch entsprechend einnässt. Ach so, das auch. Das wird auch gemacht. So. Eingepackt wird zwar nicht, aber eingenässt. Ach so, eingenässt schon, das andere wird nicht gemacht. Na, das wird nur das Stäbchen gemacht. Nun ist das ja... wahrscheinlich nicht nur ein Rollenspiel, sondern es hat auch was mit Sexualität zu tun. Ja. Ja, das heißt... Das schließt sie meistens an. Ja. Achso, nach so einem Rollenspiel geht es dann zur Sache. Dann geht es zur Sache. Mit Ausziehenden nachher. Mhm. Und dann, wie gesagt, kommt die ganz normale Sextätigkeit. Achso. Und wenn das dann abgeschlossen ist und entsprechend gebadet wurde und geduscht wurde... Und eingeölt dann wurde. Dann wird wieder gewindelt und so weiter. Ja. Wird auch nächtelang geschlafen mitunter in Windeln. Die... drei Leute, von denen du gesprochen hast, deine beiden Bekannten, das ist so eine freundschaftliche Verbindung zwischen euch drei. Ja, seit 6 Jahren. Ja, du bist nicht in einer Beziehung. Nee. Du lebst solo und alle anderen leben eigentlich auch solo. Das Mädchen und der Junge, die sind verheiratet. Miteinander? Miteinander verheiratet. Ach so. Ja. Und ich war mal verheiratet, aber meine Ex-Frau hat da kein Interesse dran gefunden und so weiter. Naja, dann haben wir uns aus anderen Gründen, mitunter auch finanzieller Seite her, haben wir uns dann getrennt und seitdem bin ich halt eben... Wie viele Jahre gehst du dieser doch sehr ungewöhnlichen sexuellen Affinität nach schon? Seit der Pubertät. Du bin ich ganz sicher, dass viele Leute jetzt zugehört haben und die uns zuschauen und sagen, Mensch, der hat wirklich eine Meise. Ja, das kommt vor, sicher. Ja, das ist auch sehr schwer, den Leuten dann zu erklären, warum gerade diese Babyrollenspiele, warum ist es so? Kannst du uns vielleicht ein bisschen erklären? Nun, darin spiegelt sich im Prinzip wieder... Bei einigen spiegelt sich wieder, dass als Kind vernachlässigt wurden. Mhm. Und in meinem Fall ist es gerade umgekehrt. Ich wurde zu sehr verwöhnt als Kind von den Großeltern. Da ist ein Generationsproblem damals schon gewesen. Ja. Und wie die Großeltern früher waren, alles aufs Sauberste und. Also es gibt so Erklärungen, so psychologische Erklärungen gibt es schon. Ja, das ist die Grundlage im Prinzip. Wenn ihr euch zu einer solchen Session, nenne ich das mal, trefft, wie lange dauert das? Ist das eine richtig langwierige Geschichte? Das kann mitunter ein ganzes Wochenende dauern. Mhm. Es kann aber auch 2-3 Stunden bloß dauern. Es kommt darauf an, wie man gerade Bock hat. Und ich könnte wetten, dass du auch sehr viele Schnuller zu Hause hast, zur Auswahl? Ach ne, also sehr viel nicht. Nicht so viele. Was ist dein Lieblingsspielzeug als Baby? Als Baby ist ein Teddybär. Ein Teddybär? Ja. Wie süß. Wie heißt denn der Teddy? Oh, warte mal, wie alt bin ich? 49, der ist 40 Jahre alt. nein, wie der heißt der Teddy? Ach, der Teddy, der Stubi. Der Stubi? Ja. Ja, Jürgen, also ich sage immer bei solchen doch sehr ungewöhnlichen Sachen, es ist immer okay, wenn ihr Spaß dabei habt und du niemandem damit irgendwie... schadest. Du schadest ja keinem dabei. Nein, ihr habt eure Gruppe da gefunden und dann ist es ja schön. Genau so ist es. Ja. Und es sind ja nicht bloß wir allein. Es gibt, man kann es kaum, aber es gibt innerhalb der Republik hier einige, von denen man das gar nicht glaubt, aber die doch in der Richtung Interessen haben. Ja. Also du meinst, dass es da eine große Dunkelziffer auch noch gibt von Menschen, die... Naja, weil sie nicht so sehr an der Öffentlichkeit kommen wollen. Ich danke für deinen Anruf. Und schöne Grüße an die anderen beiden. Werde ich machen. Und viel Spaß bei all den Dingen, die ihr da so in und mit euren Rollenspielen macht. Machen wir. Tschüss. Jawohl, danke dir. Tschüss, Jürgen. Tschüssi. So, ihr Lieben, die zweite Postecke für heute Nacht in der Sendung. Es kam ein Fax von Bastian, 30 Jahre alt, aus Halle. Der schreibt, hallo Domian, ich möchte mich zu Michel Friedmanns Presseauftritt vorgestern äußern.
Mir war das alles viel zu selbstmitleidig und zu sehr inszeniert. Irgendwie wirkte alles wie schlecht abgelesen. Im Übrigen finde ich sehr bedauerlich, dass er kein Wort zu seinem schlimmsten, zu seinen schlimmsten Vergehen gesagt hat, nämlich, dass er offensichtlich Kunde einer Frauenhändlerbande war. Das ist nach meinem Geschmack viel dramatischer als sein privater Kokskonsum, den ich natürlich auch nicht billige und herunterspielen möchte. Zum selben Thema Anna, ohne Altersangabe, aus Wuppertal. Sie schreibt: Ich fand die Pressekonferenz von Michel Friedmann sehr beeindruckend. Endlich mal jemand, der seine Fehler zugibt. Sonst sehen wir im Fernsehen immer nur Prominente und Politiker, die sich, wie auch immer, versuchen rauszureden. Ich habe großen Respekt vor Michel Friedmann. Ich glaube ihm seine Reue und hoffe sehr, dass er bald wieder ein wichtiges Amt oder eine Fernsehmoderation übernehmen wird. Und Hermann, 26 Jahre, aus Erfurt, schreibt: Hi Domian, du alter Talker. Erzähl uns doch mal, uns deinen treuen Fans, ein paar nette, harmlose, private Dinge von dir. Das will ich gerne tun. Erste Frage: Bist du Raucher? Nein, ich bin nicht Raucher. Dann zweite Frage: Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Meine Lieblingsjahreszeit ist der Winter. Ich mag es gerne sehr kalt. Ich bin kein Daunenjackenfetischist, aber ich mag es gerne sehr kalt und sehr frostig. Und vor allen Dingen mag ich sehr gerne Schnee. Also der Winter ist es. Hast du ein Haustier? Nein, ich habe kein Haustier. Würdest du mit einem Shuttle gerne mal ins Weltall fliegen? Liebend gerne. Ich wäre sofort dabei. Finde ich ausgesprochen faszinierend, die Vorstellung. So, und was war als Kind dein Traumberuf? Ich wollte als Kind immer Kapellmeister werden, und zwar Kapellmeister von einer Schützenkapelle. Das fand ich irre toll, wenn ich auf dem Schützenplatz war oder im Schützenzelt und der Mann vorne stand und dirigierte und die Leute haben dann tolle Musik gespielt und schöne Lieder. So, weiter geht's mit Silvia, und Silvia ist 42 Jahre alt. Ja, 42. 42. Hallo, Domian. Hallo. Silvia, was geht's? Ich habe die Lichtallergie. Oh, du hast die Lichtallergie. Das ist die Krankheit, die Hannelore Kohl auch hatte. So ist es. Ja. Das ist eine sehr schwere Erkrankung. Mhm, ja. So ist es. Ich meine, an welche Form von Lichtallergie Hannelore Kohl erkrankt worden ist, geht aus den offiziellen Stellungmaßnahmen von Büros Kohl nicht hervor. Ja. Also die Experten vermuten nur, dass es wahrscheinlich eine seltene chronischen aktinischen Dermatitis. Ja. Reden wir über dich. Ja. Wie lange hast du diese Erkrankung schon? Ich habe die Erkrankung seit Mai 2001. Ach, noch länger nicht. Also da ist sie diagnostiziert worden. Mhm. Also ich habe sie aber, glaube ich, schon länger. Ja. Mhm. Was bedeutet diese Krankheit konkret? Also man stellt sich ja so vor, dass es jemand, der überhaupt kein Tageslicht ertragen kann. Mhm. Ist das so? Erzähl mal. Ja, also es ist nichts, wo man sich freuen kann. Also ich bin auf Räume angewiesen, gell? Ich kann ja schlecht raus am Tag. Also ich sitze praktisch den ganzen Tag daheim. Und die Räume sind verdunkelt, die Fenster? Nein, das mache ich nicht. Also so schlimm ist es nicht. Ah ja, das obwohl, heißt... Also ich muss das ein bisschen anders anfangen. Mhm. Ich habe die Diagnose Lichtallergie im Mai 2002 in der Kur bekommen. Mhm. Also es hieß hochgradig überempfindlich auf die UVB-Strahlen. Mhm. Das heißt, ich frage das einfach mal so zwischendurch. Dann musst du es nicht so ganz ausführlich erzählen von Anfang an. Ja. Das heißt, es ist noch nicht so ganz dramatisch. Du musst die Räume nicht verdunkeln, aber du darfst nicht oder du solltest nicht ins Licht direkt in die Sonne gehen. Ja, so ist mir gesagt worden 2002. Ja. Was bedeutet denn das, wenn du in die Sonne gehen würdest? Was geschieht dann? Ja, dann werde ich verbrannt. Also das war ich jetzt Anfang Mai, wo ich der Tochter, weil sie 18 geworden ist, besonders schön im Garten alles richten wollte. Mhm. Und da war ich aber nicht in der Sonne, muss ich sagen. Gell? Also Lichtallergiker, sicher Sonne verschlimmert das Ganze. Mhm. Aber es muss nicht mal die Sonne scheinen, es ist Tageslicht. Ach so, bei uns, das heißt auch, wenn die Wolken sind, verbrennst du genau so. Auch. Das, also das heißt, der hilft auch kein Sonnenschutzmittel? Doch. Also ein bisschen schon. Mhm. Also das muss ich schon, auf das bin ich angewiesen. Ja. Also wirksame Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor 60+. Das geht also noch. Das ist für mich sowieso...
Aber dein Alltag läuft dann hauptsächlich in Zimmern und in der Wohnung ab. Und du wachst, blühst auf dann zum Leben in der Nacht, also jetzt um diese Zeit oder noch etwas früher. Genau, so ist es. Also ab 10 ungefähr. Ne? Wie ist es denn in Räumen? Zum Beispiel hier in diesem Studio, in dem ich sitze, sind Scheinwerfer. Wäre das für dich auch schon ein Problem? Nee, normale Lampen nicht. Das nicht? Nee. Also normale Lampen machen mir nichts, nein. Ja. Bemerkst du, dass die Krankheit schlimmer wird, dass du immer empfindlicher wirst? Ja, das wollte ich gerade eben sagen. Also 2001 hieß es nur UVB-Strahlen. Mhm. Und jetzt habe ich mich, im Mai habe ich mich nochmal untersuchen lassen. Und da bin ich eben ziemlich tief gefallen, weil es sich herausgestellt hat, dass ich nicht nur hochgradig überempfindlich auf die UVB-Strahlen reagiere, sondern auch schon auf die UVA. Also genau wie die Hannelore Kohl. Ne? Mhm. Kann man mit Medikamenten etwas machen? Kann man das abstoppen? Oder muss man das Ganze über sich ergehen lassen? Nein, also medikamentös ist da nichts zu machen. Also nur, wie gesagt, die Sonnenschutzcreme mit 60 Lichtschutzfaktoren. Ja. Nun war das ja bei der Hannelore Kohl, wenn ich mich recht erinnere, wirklich auch schon so schlimm, dass sie eben auch in Räumen so etwas wie Scheinwerferlicht oder Lampenlicht auch schon nicht mehr ertragen konnte. So ist es, ja. Das ist ja eine sehr, sehr schlimme Perspektive. Mhm. Macht dir das Angst, dass das vielleicht irgendwann mal gravierend wird? Natürlich, keine Frage. Mhm. Hat man irgendetwas bei dir rausbekommen, durch was diese Krankheit in den Gang gesetzt wurde? Nein, also mir ist gesagt worden, das ist zu wenig erforscht jetzt, die Lichtallergie. Mhm. Und es ist Umwelt, sagt man. Ne? Auf was musst du weiter sehr achten, so in deinem Alltag, in deinem normalen Leben? Also für mich, Lichtallergie heißt kein Urlaub mehr. Kein Grillen, kein Schwimmbad, keine Spaziergänge draußen, keine Fahrradtour, also die normalen Sachen, die normale Menschen machen. Ne? Ja. Und wenn ich dann schon muss, denn es gibt Sachen, wo ich dann am Tage wirklich machen muss, zum Beispiel zum Abgehen, Einkaufen und so weiter, ne? Dann heißt es für mich lange Hosen, lange Ärmel, unbedingt Baumwolle, eben die Creme mit Schutzfaktor 60 sowieso. Ist das eigentlich im Winter genauso schlimm wie im Sommer? Ja. Ja. Ja, dadurch, dass die UVA und UVB auch unabhängig davon, ob die Sonne scheint oder nicht, da sind. Ne? Mhm. Ja, dann muss ich halt immer Hut am Kopf tragen, um das Gesicht zu schützen, Brille aufhaben. Hast du denn den Eindruck, nun ist das ja auch schon eine ganze Weile, dass du dich mit dieser Krankheit beschäftigst, dass das auch sehr so auf die Seele schlägt, dass du ein bisschen missmutig, vielleicht ein bisschen depressiv wirst? Depressiv würde ich nicht unbedingt sagen, aber zu schaffen macht es einem natürlich schon. Das glaube ich, ja. Liebe Silvia, nun geht unsere Sendung zu Ende. Du hörst gerade die Musik im Hintergrund. Ja. Ich wollte dich gerade noch fragen, ich mache es noch ganz rasch. Hattest du denn schon mal Kontakt mit anderen Leuten, mit Selbsthilfegruppen? Nein, hatte ich nicht. Wärst du daran interessiert? Sehr. Gut, dann werden wir versuchen, dir noch eine entsprechende Telefonnummer und Adresse zu geben. Mhm, du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Sehr gerne. Alles Liebe, alles Gute. Ich bedanke mich, Domian. Okay, tschüss Silvia. So, Freunde und Freundinnen, das war's für heute Nacht. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Dann um 1 Uhr in der späten Nacht im Radio hören wir uns bei Radio 1 Live, in Radio 1 Live und hier im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch jetzt noch sehr viel Spaß mit Nightwash und sage Tschüss und Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao.